Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, es ist jetzt mal wieder an der Zeit, euch so ein paar DM-Favorites zu zeigen. Ihr seht hier schon einige Sachen in der Kamera, weil ich auch gemerkt habe, dass gerade auf Instagram diese kurzen Reels super gut ankommen, wo ich meine Tipps teile bezüglich Ernährung. Beim DM gibt es ja wirklich inzwischen ein super gutes biologisches Sortiment und es werden hauptsächlich Nahrungsmittel zu sehen sein, aber auch ja, drei Kosmetikprodukte, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich fange gleich mal an und zwar, ihr habt es eh schon gesehen, ich bin totaler Fan von dem Kräutersalz von DM. Ich halte es mal hier so ein bisschen näher in die Kamera, dass ihr das sehen könnt. Ich benutze das immer. Ich benutze zwar auch normales Steinsalz, aber dieses Kräutersalz verleiht jeder Speise so den gewissen Pep und man hat dann eben auch noch so ein paar, so eine Prise an Kräutern, die man verwerten kann und die Mineralstoffe zusätzlich zu dem Salz sozusagen dem Körper liefern. Genau, das nächste ist das pure Brot. Und zwar ist das jetzt kein Brot, das ich jeden Tag esse, aber tatsächlich für zwischendurch, beziehungsweise wenn man einfach gerade kein anderes Brot zu Hause hat, die Bäcker geschlossen haben, ist es eine wirklich sehr gesunde Alternative. Die Zutaten sind einwandfrei. Ich zeige sie euch hier auch nochmal. Es ist kein Sonnenblumenöl enthalten, also keine Omega-6-Fettsäuren. Es sind zwar Sonnenblumenkerne enthalten, aber wenn die natürlich mit Schale und mit dem Kern an sich durch diese mitgetragenen Ballaststoffe aufgenommen werden im Körper, hat es eine ganz andere Wirkung. Und das Ganze wurde mit Meersalz dann gewürzt und ich finde, dieses Brot ist wirklich super gut. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kostet das 1,99 €. Kann ich jedem nur empfehlen, einfach zu Hause zu haben für den Notfall. Das nächste Produkt, das habe ich auch im letzten DM-Video schon gezeigt, im DM-Favoriten-Video. Und zwar habe ich wieder einen neuen Brottrunk. Der alte war jetzt inzwischen leer, aber ich habe zugegeben auch den jetzt fast über ein ganzes Jahr dann immer wieder getrunken. Also das hält wirklich lang. Wie gesagt, ich benutze den gar nicht so oft, weil wenn ich jetzt mal eine Antibiose hätte, würde ich den natürlich öfter benutzen, weil da wirklich lebendige Darmbakterien enthalten sind und eben auch durch dieses Fermentieren, durch diesen Fermentationsprozess B12, das vom Körper aufgenommen werden kann. Gibt es auch beim DM, ist ein natürliches Probiotikum sozusagen, ist sehr, sehr zu empfehlen. Dann geht es weiter, zwischendurch kommt jetzt mal ein Kosmetikprodukt und zwar müssen wir Frauen uns, gerade wenn wir Kosmetik auftragen und ich hoffe natürlich in dem Fall nur Naturkosmetik, wir müssen uns dann abschminken, wenn es ins Bett geht. Oder zumindest das Gesicht waschen, auch wenn man sich nur eine Sonnencreme ins Gesicht geschmiert hat tagsüber. Und da kann ich dieses Aqua-Waschgel von DM, von Alverde, super empfehlen. Ich liebe es. Ich habe das jetzt auch wirklich schon mehrere Jahre. Das ist wirklich gut und günstig. Man hat kein Brennen in den Augen. Es nimmt alles aus dem Gesicht weg, auch wasserfeste Schminke, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann bleiben wir gleich bei den Kosmetikprodukten und auch bei Alverde. Das ist keine beauftragte oder bezahlte Werbung. Ich liebe Alverde nur. Und ich benutze diesen Concealer, das ist die Nummer 2 übrigens und habe den auch heute drauf und ich habe kein Make-up. Also seit ich diesen Concealer kenne, benutze ich tatsächlich kein Make-up mehr fürs Gesicht, sondern ich schmiere mir den Concealer einfach nur hier so ein bisschen hin, ein bisschen auf die Nase, auf die Stirn und auf das Kinn. Und damit fühle ich mich super wohl. Ich hoffe, dass immer mehr Frauen merken, dass sie eigentlich gar keinen Full-Face-Make-up brauchen. So, mein Concealer der Wahl. Ihr könnt das Ganze natürlich dann noch mit einem Puder so ein bisschen sättigen, dass ihr dann nicht so glänzt. Das mache ich auch. Mein Puder ist auch von Alverde. So, genau. Das nächste Produkt ist meine Sonnencreme. Ich hatte ja neulich auch bei meinen DM-Favoriten in den Reels eine andere Sonnencreme von Das Boeb, glaube ich, heißen die, empfohlen, wenn man das richtig ausspricht. Die ist relativ teuer, aber die kostet, glaube ich, so 18 € oder 18,95 € und ich war jetzt wirklich nochmal im DM und habe eine Sonnencreme gefunden und ich habe diesmal wirklich das ganze Regal durchgescannt mit der App. Es gibt ja verschiedene Apps inzwischen, wo man sehen kann, welche Inhaltsstoffe enthalten sind und 9 von 10 Sonnencremes kann man wirklich in die Tonne treten. Teilweise sind die für Babys und sind schon zugemüllt mit toxischen Stoffen und diese Sonnencreme ist eine DM-eigene Sonnencreme und die kostet, glaube ich, 3,95 €, wenn ich mich richtig erinnere, von Sundance. Und es sind wirklich 95% von Sundance auch toxisch und in die Tonne zu treten, aber genau diese, und ihr müsst wirklich schauen, dass ihr genau diese Creme findet, die ist quasi auch mit, also steht drauf Schutz und Bräune, Schutzfaktor 30. Wenn ihr die scannt, dann seht ihr, dass die tatsächlich okay ist und die ist so für den Otto Normalverbraucher tatsächlich wirklich auch, was jetzt sozusagen das Finanzielle angeht, weil die andere Sonnencreme war vielen einfach viel, viel zu teuer und da wurde sich dann beschwert, dass ich doch keine so teuren Produkte empfehlen kann. Von dem her ist das die Alternative zu Das Boeb.
Und genau, jetzt kommen wir weiter zu den Lebensmitteln. Und zwar habe ich da jetzt noch vier über. Ich werde ja immer wieder gefragt, Saskia, greifst du eigentlich auf Hafermilch zurück oder wie machst du deinen Kaffee oder wie machst du deinen Porridge, deine Smoothies? Und ich verwende tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit keine Hafermilch mehr. Und zwar aus dem Grund, weil der Hafer heute sehr, sehr stark auch ja, gentechnisch verändert wurde. Man weiß auch immer nie, woher der dann kommt, woher die Hafermilch quasi importiert wird. Und auch aus einem weiteren Grund, da Hafermilch ganz, ganz oft Sonnenblumenöl enthält, das sind ja wieder entzündungsfördernde Omega-6-Quellen, habe ich seit längerem diese Mandelmilch. Und diese Mandelmilch ist nur mit Meersalz und ist quasi aus Mandelpaste und Trinkwasser hergestellt, aus biologischer Landwirtschaft, ohne Sonnenblumenöl. Und ich finde die tatsächlich, ja, schmeckt super gut, ist ein bisschen teurer als die Hafermilch, aber das lohnt sich, wenn ihr wirklich eurem Körper dann keine Omega-6-Fettsäuren dauerhaft zusetzen wollt. Genau, kann ich diese Mandelmilch nur empfehlen. Dann bleiben wir gleich bei Nährstoffen und zwar nicht nur Mandeln haben viele Nährstoffe, sondern auch Hanfsamen. Und die sind jetzt relativ neu im Sortiment bei DM. DM Bio Hanfsamen geschält. Also das sind nicht diese Hanfsamen mit der Schale, die so hart sind, dass keiner sie kauen kann oder dass jeder Salat dann verhunzt wird, weil man aus Versehen zu viele Hanfsamen drüber gibt und das Ganze zu knusprig wird. Also die sind bereits geschält. Auch aus biologischem Anbau und die enthalten natürlich die sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Kann ich jedem empfehlen als Topping für das Porridge oder für den Salat im Sommer. Nicht nur im Sommer, natürlich auch im Winter versorgt. Ja, versorgen Hanfsamen einen mit natürlichen Proteinen. Das kommt auch noch dazu. Das ist eine super gute Proteinquelle. Und was ich auch gerne über mein morgendliches Porridge gebe, sind Goji-Beeren. Die Goji-Beeren, die habe ich jetzt inzwischen, also die habe ich auch beim DM gekauft natürlich, die habe ich jetzt aber inzwischen in mein Glas abgefüllt. Ja, das mache ich immer ganz gerne, weil da passen knapp 2 Packungen dieser Goji-Beeren vom DM rein. Und ich schaue dann immer, wie viel Vorrat ich noch habe und ich nehme die wirklich jeden Tag über mein Müsli. Die enthalten natürlich auch viel Vitamin C, die sind luftgetrocknet, kann ich jedem empfehlen. Die kosten, glaube ich, 4 oder 5,95, sind jetzt nicht so günstig, aber die sind wirklich super lecker, versorgen den Körper mit Nährstoffen. Das Letzte, was ich euch gerne empfehlen würde, ist dieser Dattelsirup, den gibt es auch beim DM. Ganz lange Zeit gab es den nur im Reformhaus bzw. in Biomärkten und jetzt gibt es ihn auch beim DM, den Dattelsirup. Das ist tatsächlich für mich die bessere Alternative, Speisen zu süßen, also statt Ahornsirup oder Agavendicksaft, weil Datteln einfach sehr nährstoffreich sind und man da wirklich einfach nur ganz, ganz, ganz wenig braucht, weil Datteln natürlich von Haus aus super süß sind. Also da langt wirklich so ein kleines Tröpfchen, um Speisen zu süßen und dann flutet man den Körper nicht ganz so doll mit Zucker und ja, das ist für mich einfach die bessere Alternative. So, das waren meine 10 DM-Favoriten, die ich zurzeit habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne immer auf Instagram vorbei. Da habe ich zum Beispiel auch ein Reel veröffentlicht über Make-ups im Check und habe die sozusagen gescannt, dass ihr einfach auch mal seht, dass es viele, viele Make-ups gibt bei DM, die hormonell wirksam sind, die wirklich nur Scheiße enthalten. Entschuldigt bitte, aber wir Frauen schmieren uns, wie gesagt, Kosmetik zum Teil tagtäglich ins Gesicht und da sollte man doch schauen, was man wirklich ja, zulässt und was man wirklich auch haben will. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Macht es gut.